Ich fang an beim ersten Treffen, es war 2008. Ich brachte keinen Reim auf den Takt. Du hast mir gezeigt, wie man's macht, wie man Reime verpackt und den Zeilen auf dem Blatt deinen Feinschliff verpasst. Ey, die Scheiße war krass, es gab keinen in der Stadt, der an unser Level kam, denn wir zwei waren die Macht, schlugen ein über Nacht, Dicker, keinerlei Hass. Im Vordergrund stand bei uns beiden der Spaß. Bis 2012 der beste Freund aus meiner Kindheit starb. Ich hörte auf zu rappen, denn ich kam nicht mehr klar. Meine Eltern trennten sich und für mich war niemand da, denn mein Ex hat mich verlassen, Mann, ich war so mies am Arsch. An diesem Tag wurde mir dann klar, dass mir da grad schon wieder mal zu viel geschah. Ein Vierteljahr so mies geplagt, sag wie viel muss mir widerfahren. Mir fiel privat die Decke hielt vom Kopf zusammen. Die Sorgen sprang paar Wochen lang, mein Schädel wie ne Bombe, Mann. Ich konnte dann nicht schlafen und nicht essen, wollte jahrelang nicht sprechen. Nein, ich hab es nicht vergessen, wieder angefangen zu rappen, als es mir dann etwas besser ging. Und hab dann mitbekommen, du fettes Ding machst grad im Internet auf Battle King. Ich hab BB 2014, ich hab dich gefragt, ob du Hilfe brauchst. Meld dich, Bruder, ich bin dann am Start. Und wie's dann so geschah, hast du mir danach gesagt, komm vorbei, Mann, wir treffen uns und schrieben einen Part. Die erste Runde gegen Tune, meine Lyrics, meine Reime, meine Punches, meine Spits, alles bis auf drei Vergleiche. Und ab der zweiten Runde möchte ich betonen, es stammt alles von mir aufgrund deines Burnout-Syndroms. Denn du warst nicht in der Lage, einen Text zu verfassen, also hast du dir von mir einfach helfen gelassen. Und ich hab es gern gemacht, denn du warst so wie ein Bruder für mich. Also schrieb ich ab dem Zeitpunkt alle Runden für dich. Hab's getan, keiner kannte meinen Namen, doch aus Bruderliebe zu dir, Dicker, war's mir scheißegal. Gegen Gio meintest du dann, ey, du machst das allein, denn du hast gegen ihn so unfassbare Lines. Und dann Runde 1, Mann, du hast es verkackt, also schrieb ich dir paar Bars auf den Takt. Und ich kam mit 50 Bars zu dir, hab den Gio hart studiert. Sogar Julian war nach dieser Runde viel zu krass verwirrt. Und die Zeilen, die ich dir nicht geschrieben hab, hast du von alten NBS-Membern genommen, die du mit der Zeit vergessen hast. Kaliber und Karat, aka Nullik. Aber da wir nicht so wie du sind, haben wir sie herzlich wieder aufgenommen. Ab heute sind sie offiziell Teil der NBS. Und jeder, der mir das alles nicht glaubt, was ich in diesem Diss erzähle, der erste Link in der Beschreibung ist ein Video mit allen Beweisen und Fakten. Es geht nicht darum, dass ich dir unter die Arme griff, sondern dass du kleine Fotze mir dafür nicht dankbar bist. Ich hab dich heute nicht vergessen, Dicker, heute werd ich sprechen. Ich lass mir von dir die Träume nicht zerbrechen, denn wir hatten mal gesagt, wenn es einer aus der Clique schafft, pusht er alle anderen, doch du hast nur an dich gedacht. Man kann darüber streiten, ob es deine Pflicht war, doch du hast gezeigt, dass deine Worte kein Gewicht haben. Denn du hast dich abgeschottet und mich einfach hängen gelassen, was dein Album pressen lassen und das ganze Geld verprasseln mit Leuten, die nichts dazu beigetragen haben. Doch im Gegensatz zu mir zum Release eingeladen waren, Dicker, deine Daten sprachen immer wieder für sich selbst. Manche Kriege dauern ewig, aber dieser führt sich schnell, denn dich widerlichen Kleb treffen zwei Jahre Hass, weil du Ehrenmann dich nicht für deinen Scheiß gerade machst. Denn obwohl ich gerade im JBB zugange war, sorgte ich so gut ich konnte noch dafür, dass dein Album zustande kam. Und dann kam der Hakenschlag hart ins Gesicht. Du hast mich hängen gelassen in der Abgabefrist. Auf einmal konnte ich nicht mehr bei dir Bastard recorden, mit der Ausrede, du hast gerade andere Sorgen. Und auch das Mix und Master würde echt nicht mehr klar gehen. Außerdem wolltest du den Track nicht mehr abdrehen. Ich stand nur paar Tage vor dem Ende der Frist mit deinem Text, der statt Johnny nur mich selber zerfickt. Und keinem Beat, keinem Video und Mastering da, also hab ich für das Video den Harry gefragt. DJ Fight hat die Beats auf schnelle Welle gebaut und den Text nahm ich an derselben Stelle noch auf. Gio machte mir den Mix, doch es brachte mir ja nix. Im Viertel hat nicht Johnny, sondern Lasker mich gefickt. Ich hab nicht einmal gemerkt, dass du mir so sehr ans Bein bist, denn wie sollte ich ahnen, dass mein bester Freund mein Feind ist? Du hast meine Runde taktisch verkackt und ich dachte mir, du hast es nicht mit Absicht gemacht. Und obwohl du mich so knallhart enttäuscht hast, hab ich dir vergeben, denn uns zwei verband 8 Jahre Freundschaft. Also ließ ich einfach Gras drüber wachsen und konnte nach paar Tagen mit dir darüber lachen. Du hast geschworen, das, was du abgezogen hast, keine Absicht war, sollte ich dich hassen oder was? Ich bin ein Mensch, der dir Fehler vergibt, doch macht man noch einmal denselben Fehler, Dicker, dann vergebe ich nicht. Denn bei meinem Bonus-Battle hast du wieder verkackt und am Ende war es so, dass ich niemanden hab und ich fiel wieder ab. Sag, wie soll man eine Runde fertig kriegen, wenn man nicht mal einen Beat dafür hat? Wir haben uns das ganze Equipment von dem JBB-Preisgeld geholt, was wir durch dich gemacht haben, wofür ich mir den Arsch aufgerissen habe. Und auf einmal willst du mich nicht mehr aufnehmen lassen? Und du machst es auch noch so hinterrücks, du sagst mir erst 4 Tage vorher Bescheid, dass du nichts für mich machen kannst. Aber okay, ich hab's dir einmal vergeben, ein zweites Mal vergeben, aber der Grund, warum ich dir niemals vergeben werde, ist folgender. Ich war im Studio mit sehr bekannten Rappern, die mir da versprachen, sie würden meinen Werdegang verbessern. Ich rappte ihnen vor und sie fanden es gut und ich sagte ihnen noch, ich wird von Lasker geschult. Mann, ich zeig dir in dem Studio paar Lieder von dir und zum Abschluss ließ ich unseren Feature-Song spielen. Dann hab ich Zaros von den ganzen Dingen
Ding erzählt und hab dabei den Vorteil für die ganze Clique erwähnt. Worauf er zu mir meinte, dass er bis jetzt gedacht hat, dass ich eine Snitch wär, denn Lasker würde alle Dinge verdrehen und von mir immer schlecht reden. In diesem Augenblick konnte ich die Welt nicht mehr verstehen und ich nahm dich in den Schutz, doch er brachte mir Beweise her. Ab diesem Zeitpunkt gab es keine Zweifel mehr. Leider hatte ich es selber nie beachtet, doch dank Tarus hab ich dann gemerkt, du bist ne Ratte. Er zeigte mir ne Memo, die er heimlich gemacht hat. Du nanntest mich einen peinlichen Bastard, eine Missgeburt, Hurensohn und noch mehr. Von den ganzen Dingen traf mich dieses letzte Wort schwer, denn du ehrenloser Pisser hast bei uns gegessen. Du hast bei uns getrunken, doch das hast du wohl vergessen. Du hast bei uns geschlafen, meine Mutter gab dir Liebe. Was fällt dir Köter ein, sie als ne Hure zu betiteln? Diesen Fehler wirst du, kleine Nutte, nie bereinigen. Ich würd niemals wagen, deine Mutter zu beleidigen. Denn bevor ich deine Mann ne Hure tauf, du Hund, schneid ich mir die Zunge aus dem Mund. Du hast Zarus immer schlecht von mir erzählt und alle Dinge verdreht. Erst als ich ihm gesagt habe, dass ich bei dieser Sache an die ganze Clique denke, hat er gemerkt, dass du eigentlich die Ratte bist und nicht ich. Und genau diese hinterfotzige Art von dir ist der Grund dafür, warum du heute alleine bist und die ganze Gang an meiner Seite steht. Aber du warst nicht nur mir gegenüber so hinterfotzig, sondern auch anderen Rappern wie zum Beispiel Sunny. Und Sunny wollte dich unter Vertrag, ja die Scheiße stimmt. Und du hast dich so gefreut wie ein kleines Kind. Doch er meinte zu dir, Mann, ich signe dich nur, wenn du mit deiner Statur was tust für deine Figur. Und daraufhin machtest du dir einen Fitnessvertrag, aber frisst jeden Tag und warst bis jetzt nicht da. Und die Sache hat deinen Kopf gefickt, also sagtest du bei TV Straßensound, dass Sunny eine Fotze ist. Fuck it, Digga, guck mal, mir ist nie mal egal. Mich interessiert nur die Familie, doch die Mann hat dir nie was getan. Nein, ganz im Gegenteil, weil er dir schon da seinen Respekt gab, als für andere Labels dein Dasein noch fremd war. Und dann redest du so schlecht über ihn. Mann, du hast von Anfang an seinen Respekt nicht verdient. Denn du nanntest einen Menschen eine Fotze, der dir eine Chance gab, obwohl durch den Kommentar nur du eine Fotze warst. Sie denken, dass sie Löwen wären, doch was ihr nicht wisst, ist, dass diese Szene schon seit langer Zeit ein Zirkus ist. Und deswegen bringen sie Hyänen zum Lachen, denn Löwen machen sich im Zirkus vor den Menschen zum Affen.